Ram okay, Rom okay. Rockstar Games. Präsentieren ein blaues Logo mit einem weißen Stern. Und klassische Musik. Rockstar Games presents Grand Theft Auto 3. Ja, und die Credits, die wir aber noch gar nicht sehen wollen, da das Spiel gerade anfängt und nicht bereits zu Ende ist. Also, weg damit. So. Ja, damit hallihallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Grand Theft Auto 3 oder kurz GTA 3. Ein Spiel, auf das ich mich schon seit längerem freue, vor allem auch, weil Resident Evil 4 jetzt seit einigen Wochen vorbei ist und ich einfach mal wieder ein Spiel brauche, bei dem ich sinnlos die Sau rauslassen kann. Deswegen GTA 3. Und für alle die sich jetzt fragen, GTA, was ist das? Ernsthaft, es gibt jemanden unter euch, der GTA nicht kennt? Was? Du? Du kennst GTA nicht? Naja, dann mal hopp in die Ecke hier, schäm dich, los. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Für die GTA wirklich nicht kennen, gebe ich jetzt mal ein kleines Intro. Und zwar, GTA ist ein Verbrecherspiel, in dem man sich als Ganove hocharbeiten muss, in einer bestimmten Stadt oder in verschiedenen Städten. Bei GTA 3 ist es so, dass wir in der fiktiven Stadt Liberty City sind, im Jahre 2001. Wir sind, wie gerade schon gesagt, ein kleiner Ganove, der gerade aus dem Knast gekommen ist, so mehr oder weniger, mit dem Namen Claude oder Claude. Und wir sind jetzt in dieser großen Stadt und müssen uns halt von dem, was wir momentan sind, nämlich gar nichts, hocharbeiten und einen Namen machen. Ich denke mal, das ist eine gute, grobe Erklärung, worum es hier eigentlich geht. Mehr erfahren wir gleich im Intro. Aber vorher möchte ich noch sagen, zum einen, ich werde dieses Spiel zu 100% spielen, also alles, was möglich ist. Und zum anderen ist diese Version des Spiels zu 100% uncut. Das bedeutet, die unter euch, die kein Blut sehen können, die sollten sich vielleicht doch lieber Hello Kittys Insel Spaß ansehen oder irgendwas anderes. Gut, so viel erstmal dazu. Ich würde sagen, damit geht's jetzt auch direkt los mit dem Intro. Let's go! Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! There's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, get lost. Ugh.
I know a place on the edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. So, und dann wären wir auch schon bei unserer ersten Quest, nämlich Gib mir Liberty. Ja, ein bisschen Frieden, wer möchte das nicht? Und das hier, das sind wir, nämlich Claude. Jetzt zur Frage, was kann Claude? Ja, in erster Linie schon mal ziemlich scheiße aussehen mit seinem Knast-Outfit hier. Aber das ändern wir gleich. Ja, momentan, wir können noch nicht so viel. Wir können halt laufen und Auto fahren. Wobei, wie wir Auto fahren können, das merken wir gleich noch. Aber ich könnte mal eben den Bildschirm so ein bisschen erklären. Und zwar haben wir oben rechts zum ersten die Uhrzeit. Es ist 4 Uhr 43. Darunter unser Geld. Momentan noch 0,000,000,000,0. Also nicht ganz so viel, aber das ändern wir. Und dann unser Leben. Wir haben 100 von 100 Lebenspunkten. Das da drunter, das sind Fahndungssterne. Momentan haben wir keinen einzigen Fahndungsstern. Wir können bis zu 6 Fahndungssterne haben. Bedeutet, wenn wir Fahndungssterne haben, ist die Polizei hinter uns her. Und naja, dafür, dass wir eben die Brücke so gesehen in die Luft gesprengt haben, diese riesengroße Autobahnbrücke hier, ist ziemlich wenig Polizei hinter uns her. Naja, sind vielleicht nicht ganz so mobil, die Polizisten von Liberty City. Wer weiß. Wir werden es noch herausfinden. Dann da oben drüber im gelben Kasten die Faust, das ist unsere Waffe. Momentan haben wir halt die Faust. Ja, nicht ganz so spektakulär. Oh, was ist das hier? Ein Elvis-Zombie wurde gefunden. Ja, Liberty Cook. Die Liberty City-Nachrichten, die so ein bisschen buggen. Aber so viel nur dazu. Dann haben wir unten auf der linken Seite unseren Radar. Der weiße Pfeil, das sind wir, in welche Richtung wir uns gerade bewegen. Dann das große schwarze N, beziehungsweise das weiße N im schwarzen runden Kasten da. Das ist Norden, wo halt Norden ist, nämlich genau hier. Und der kleine rote Kasten, das ist unser Ziel. In dem Fall das grüne Auto, über dem der riesengroße blaue Pfeil ist, der uns einfach nur sagen will, steig doch endlich ein und hör auf zu reden. Was wir jetzt auch tun werden. So, jetzt kommen wir zu unserem Tutorial. Und wie man gerade schon im Intro sehen konnte, haben wir eben eine Bank überfallen. Mit unserer Freundin zusammen. Und wurden dann von selbiger niedergeschossen und uns wurde das Geld geklaut. Ja. So viel dazu. Ich würde sagen, ein bisschen blöd angefangen der Tag heute. Ups. Ja, und da wir halt neu in dieser Stadt sind und uns so gesehen noch keiner kennt, außer vielleicht die Polizisten mittlerweile, würde ich sagen, fahren wir etwas gesittet. Also, ich habe da so einen ganz eigenen Stil und den würde ich dann doch gerne verfolgen. Wir müssen jetzt in irgendeinen Unterschlupf. Und der wird da hinten im... Was ist das da? Nordwesten da auf der Karte angezeigt. In lila oder in rosa. Da müssen wir jetzt hin. Und dann mal schauen, was uns dort erwartet. Des Weiteren haben wir 8-Ball kennengelernt. Das ist der Typ, der hinten bei uns im Auto sitzt und betet, dass wir ihn nicht umbringen. Mit unserem Fahrstil. Und selbiger ist ein Bombenspezialist. Und hat Kontakte zur Mafia. Also, es sieht alles total rosig aus für uns. Und da wären wir auch schon in unserem Versteck. Erstmal was Neues zum Anziehen, das wäre keine schlechte Idee. Genau, das ist unsere Butze so gesehen. Mit einer Garage. Hier können wir speichern und ein Auto abstellen. Und jedes Mal, wenn wir gespeichert haben, dreht sich die Uhr um 6 Stunden weiter. Wie schon gerade gesagt, 8-Ball hat Kontakte zur Mafia und... Hallo, du fährst auf der falschen... Oh, nee, doch nicht. Upsi. Okay. Ja. Luigi, nee, 8-Ball hat Kontakte zur Mafia. Und zwar kennt er jemanden, der Luigi heißt und den... Ja. Und ich fahr schlecht, oder was? Alles klar. Und der... hat sein Versteck eine Straße weiter vorne. So. Und kann uns vielleicht einen Job beschaffen. In dieser doch sehr schönen Stadt hier. Parken wir mal eine Runde. Weg da. So. Luigi's Girls. Unsere zweite Quest. Was ich hier sehr schön finde, das sind diese Sequenzen. Diese, ja, Videosequenzen. Das Spiel kam ja auch 2001 raus und da...
war ich noch nicht gewohnt. So mit diesen Sequenzen. Ist zwar leider alles auf Englisch, aber naja, wir haben jetzt zumindest Untertitel demnach. Paul's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Jo, jo, passt schon. Meine Finger sind sowieso noch nicht so grafisch ausgereift in diesem Spiel. Besorgt dir ein Fahrzeug. Ja, dann kommt, die sind doch schon mal ganz gelegen. So, was müssen wir tun? Da hinten zu dem grünen Kasten. Geh weg. So. So haben wir gleich unseren ersten Job. Wir sollen Misty abholen. Hallo, bist du verrückt? Ich fahre hier. Ja, ich fahre hier. Verpiss dich. Gott. Die Leute hier. Wo ist sie denn, die alte Zippe? Da hinten, okay. Ich hoffe auch mal, dass ich nicht unbedingt von der GEMA angepisst werde oder sowas. Da die Musik, die... Was ist das denn? Ja, hallo, Misty. Ich will gar nicht wissen, was für einen Beruf sie ausübt, wenn ich ehrlich sein soll. Aber wie schon gerade gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das mit der GEMA ist. Ich werde die Musik vielleicht ein bisschen leiser stellen müssen oder ich weiß es nicht. Denn es sind ja so gesehen echte Soundtracks und die werden möglicherweise angemahnt. Ich hoffe mal, dass es nicht der Fall ist, aber das werden wir sehen. So, wo müssen wir dich denn hinbringen, Misty? Hier, zu Luigi, okay. So. Mission erfüllt. 1500. Was, wir haben $1,500 gekriegt dafür, dass wir die alte Zumpe da abgeholt haben? Okay, alles klar. So, und jetzt haben wir einen Arbeitgeber. Und zwar Luigi. Luigi, Belladonna. Ja. Aber erstmal fahre ich zu meinem Zuhause, so gesehen. Zu unserer Butze. Upp. Speicher das Spiel ab. Ups. Upsi. Ach ja, was man noch dazu sagen kann, das Schöne ist, wir haben eine Wundergarage. Hier, Eddies Garage da, die ist einfach super, denn egal wie kaputt das Auto ist, das man hier drin abstellt, es kann sogar explodiert sein. Wenn das Ding zugeht und wieder auf. Ja gut, man sieht es jetzt vielleicht nicht, aber das Auto ist dann wieder heile, komplett repariert worden. Hier gab es irgendwo einen Baseballschläger oder nicht, oder irre ich mich da? Doch, hier vorne ist einer. Sehr schön. Unsere erste Waffe. Also wir können jetzt schon, ja, jemanden schlagen mit dem Baseballschläger. Gut. Wie gesagt, ich speichere mal eben und dann bin ich gleich zurück. Also bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. In der großen, weiten Welt von Liberty City. Ja, wir haben mittlerweile einen Baseballschläger. Und jetzt haben wir sogar noch einen Baseballschläger. Der uns aber nichts bringt, weil wir nur einen Baseballschläger zurzeit tragen können. Naja, aber was soll's, mehr als einen brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Wir sind in der großen, weiten Welt von Liberty City hier. Und jetzt stehen uns so gesehen alle Tore offen. Wir haben jetzt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir jetzt, wie man da unten auf dem Radar sieht, bei dem L zu Luigi und bei Luigi Aufträge annehmen. Oder... Ja, also auf jeden Fall können wir zu Luigi und da Aufträge annehmen. Aber nein, ansonsten könnten wir auch noch zum Beispiel Pakete sammeln. Ja, wir können hier Pakete sammeln, ganz im Ernst. Oder Amokläufe durchführen. Oder Polizeimissionen machen und Taximissionen. Ja, ihr merkt schon, es klingt nach haufenweise Spaß alles. Und ich habe meinen schönen neuen Wagen, der gerade repariert wurde, schon wieder zu Schrott gefahren. Wie dem auch sei. Erstmal gehen wir zu Luigi und gucken, was er weiteres für uns bereithält. Weg da, die Zumpe. Ja, komm, selber schuld, verstehst du da? Geh weg! Meine Fresse, okay doch. Meine Fresse, geh weg! So, okay, geht doch. Das hat jetzt niemand gesehen. Kein Spank für die Ladies.
Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Wie kann man in einem Brief so schreien? Na, darüber soll ich mir wohl keine Gedanken machen. Oh, unser dritter Baseballschläger. Die scheint sie ja zu geben wie Sand am Meer. Alles klar. Und ihr merkt vielleicht, ohne Baseballschläger können wir rennen. Mit Baseballschläger können wir nur noch joggen. So. Auch zwei Polizeiwagen. Die scheint es anscheinend überhaupt gar nicht zu stören, dass wir hier mitten auf dem Gehweg parken. Nö, warum auch. So, also wir sollen einen Typen mit dem Baseballschläger verdreschen. Das ist unsere zweite Aufgabe. Alles klar. Gut. Dann tun wir das. Wo ist er denn? Er ist da hinten am Hafen. Okay. Aber ich kann mal eben gucken. Haben wir eine Karte? Ich glaube, wir hatten hier eine Karte oder sowas. Statistiken. Wir auch. Oh, wir sind mittlerweile Taschendieb. Aha, okay. Ich weiß mal nicht wofür. Wir haben bisher nur eine Zumpe von A nach B gebracht, aber ist ja in Ordnung. Ach genau, und hier sind unsere ganzen Erfolge oder unsere ganzen doch Errungenschaften, Erfolge, was wir bisher gemacht haben. Ja, gucken wir uns später mal an. Missionsinfos, ja, das, was wir gerade gehört haben. Es gibt keine Karte. Es gibt in GTA 3 noch keine Karte. Das ist ja doof. Schade. Na gut. Wir kommen aber auch so zurecht. Wir sind hier sichere Fahrer. So. Ja, das Gebäude braucht sowieso mal eine Generalüberholung. Demnach. Fahren wir mal eine Runde zum Hafen. Und wie eben schon erwähnt, ja, man kann hier Pakete sammeln, man kann hier Amokläufe machen, Taxi-Jobs kann man hier machen, Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, da ist er. Ja, wir sollten ihn ja nur schlagen, nicht umbringen, oder? Ja, wir gehen erstmal ganz locker und freundlich hin. Moin! Was? Ja, alles gut, was willst du von mir? Geh weg, was? Du schlägst mich? Arschloch! Ist er tot? Ach, was weiß ich? Ja, ihr seht schon, das Spiel ist, wie schon gesagt, uncut. Normalerweise kann man den Leuten auch noch das Geld wegnehmen, aber... Ja, Claude, ich glaube mittlerweile ist gut. Der hatte anscheinend keines. Ja. Wir sollen seine Karre nehmen und sie umsprayen. Luigi ist im Grunde immer noch Tutorial. Ist immer noch alles Tutorial. Jetzt lernen wir, dass wir Autos auch umsprayen lassen können. Und das können wir dort hinten, insofern das Spiel nicht gerade stockt und laggt. Ah, hier muss einen kürzeren Weg geben. Was, wenn man hier lang fährt? Ups. Ich war das nicht. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Da hinten. Da, okay. So. Momentan befinden wir uns noch in Portland. Das ist der erste Teil. Der 3. Weg hier. Los, hau. Ja, das ist selber schuld. Was springst du mir auf eure Karre, du Idiot? Der erste Teil der Stadt. Die Stadt besteht aus drei Teilen, die sich Portland, Staunton Island und Shoreside Vale nennen. Da unten, oder? Ja. Und ich finde die Kulisse hier in GTA 3 irgendwie schön. Sie ist zwar ziemlich kalt, aber ich finde sie schön. Was war denn dann in die Lackiererei, um dann Fahndungslevel loszuwerden? Reparieren kostet 1000. Diesmal kostet nichts. Okay. Hier können wir auch die Farbe unseres Autos ändern. Nur welche Farbe das Auto am Ende hat, das können wir nicht festlegen. Es ist blau. Okay. Dann werden wir jetzt mal vorsichtig zurück zu unserem Freund Luigi fahren. Am besten ohne das Auto irgendwie zu... Das mag ich jetzt aber nicht. Beschädigen. Und dann mal gucken, was der Schönes zu uns sagt. Moment mal, wo müssen wir denn hin? Ach, wir müssen zum Hafen. Ach so, ja genau, ja genau. Hier müssen wir gar nicht, wo müssen wir hin? Was ist das da? Hier müssen wir hin. Hallo. Hallo. Gott. Idiot.
Hier stellen wir unser Auto ab und... Zweite Quest erfolgreich absolviert. Dafür gibt es 4000 Dollar. Ja, dafür, dass wir gefühlt erst um halben Tag aus dem Knast sind, haben wir mittlerweile schon einiges an Geld. Hier ist das Krankenhaus. Hier kann man sich auch wieder mit Leben ausrüsten. So. Und hier irgendwo gab es auch Armor, also Panzer. Ich glaube, die gab es bei der Polizei. Dazu, wir können nicht unendlich lange rennen. Oder sagen wir, noch nicht. Wenn wir zu lange rennen, dann sind wir aus der Puste. Ja, genug gejammert, weiter geht's. Ich könnte schwören, hier gab es irgendwo Armor, also Panzerung. Denn wir können nicht nur 100 Leben haben, wir können auch noch 100 Panzerung haben. Später sogar noch mehr. Nee, aber scheinbar bin ich hier so ein bisschen falsch. Hier gibt es nichts. Okay. Könnten wir theoretisch... Nein, ist leider abgeschlossen. Schade. Wobei? Ah, doof. Okay, hätte ja sein können. Ja gut, da wären die Polizisten echt ein bisschen sehr doof hier in Liberty City. Aber man kann ja nicht wissen. Alles klar, damit hätten wir unseren zweiten Auftrag erfüllt.